Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach und sitze Janisch. Ja. Wir hatten gerade schon gegen ihn gespielt, nur da hat er einfach nicht gezogen. Ich weiß auch nicht warum. Er will meinen Pre-Move nicht annehmen. Ja, was macht er? Überlegt er aber. Okay. Er spielt das so. Was? Unternimmt überhaupt nichts gegen D5? Okay. Was hat der vor? Will er mit E5 spielen oder was? Hier habe ich auf jeden Fall schon mal C5. C5 sieht gut aus. Ich meine aus dem Grund, um Raum zu gewinnen. Weil wenn ich den Bauern auf E4 nehme, könnte das... Warte mal, Ich könnte vielleicht... Was ist denn, wenn ich den Bauern auf E4 nehme? Ah, dann zieht der Lauf einfach weg, okay. Springer E4. Kann er auch rausnehmen. Komm. Dann kriegen wir eventuell das Läuferpaar, wenn er jetzt rausnimmt. Das kann ja auch schon mal nicht verkehrt sein. Raum gewinnen. So, welchen Läufer nehme ich jetzt? Ich glaube, ich nehme den. Dann habe ich noch mehr Chancen auf den Gewinn, dann sehe ich keine ungleichfarbigen Läufer da. Das gefällt mir besser. So, soll ich den Bauern decken mit Dame B6? Oder so? Wenn ich Läufer E7 spielen würde, Dame D4, Läufer F6. Dame A4 habe ich Läufer D7, Dame A3, dann kann ich nicht rochieren. Müsste ich Dame E7 spielen. Dann würde er einfach stehen lassen, wahrscheinlich. Lasst ihn uns decken. Okay, er möchte Springer D2, Springer B3 spielen. Das ist offensichtlich, aber dagegen kann ich auch nichts tun. Ah, Läufer C5 war irgendwie ein bisschen... Ich hätte gerade zumindest schon mal D3 spielen sollen, oder so vielleicht. Ich will den... Wenn du keine Batterie aufbauen, wenn er nämlich nicht den Bauern nimmt. Ich gebe echt ungern das Läuferpaar ab, aber so kann ich wenigstens noch garantieren, dass ich den Bauern ein bisschen halte. Kann ich vielleicht noch E5 spielen. Wenn er zum Beispiel Springer C5, Dame C5, Dame D3, dann spiele ich E5 und dann halte ich den Bauern erstmal, dann drohe ich sowieso E4. Okay, er nimmt den Bauern. So, Läufer raus. Dann vielleicht Läufer B6, Läufer... C7 oder Dame B6 sieht auch gut aus mit so einem Doppelangriff. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Läufer B6 oder Dame B6. Mit B2 nehmen ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, hier kann man das. Ich kann doch E5 spielen. Aber E5 ist schon wieder so... Weiß ich nicht, was ich machen soll nach Springer B3. Deshalb spielen wir mal Dame B6 und gucken, was er darauf spielt. Wenn ich jetzt schon Turm E8 drin hätte, wird E5 drohen. Turm A E8, weil sonst... sonst wird... A8 nach Läufer D5 hängen. Warum möchte er die Damen hier tauschen? Das verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich gar nicht.
Das ist auch cool, oder? So eine Batterie. Aber Batterie ist nur cool und nicht gut für ihn. Oh, was habe ich jetzt gemacht? So, hier wollte ich ihn, genau. Das war echt lustig mit der Batterie. So, das kannte ich eigentlich gar nicht hier. Also, dass sie Springer C3 nicht spielen, das hatte ich echt noch nie. Aber Springer C3 ist einer der normalsten Züge. Okay, der Computer kann sich auch nicht entscheiden. Ja, das ist natürlich attraktiv, nur das Problem ist, ich dachte nicht Läufer F6, ich dachte einfach Läufer C4 oder Läufer E2 wäre das Problem. Ach so, dann komme ich C5 und tausche die Damen ab, ja, das ist auch gut, stimmt. Mache ich hier nach. Ja, aber das, nee, das Endspiel, das habe ich zwar als Läuferpaar, aber meine Bauerninsel ist doch total im Sack. Meine Bauernstellung meine ich. Hier habe ich die Wahl. Ich kann natürlich auch so nehmen. Aber der Läufer, der war irgendwie unangenehm, weil, ja, ich komme halt schlecht raus. Und hier vermeide ich halt das Läuferpaar, weil ich den Schwarzen eher gegen den Springer abtauschen kann, als den Weißen. Zur Not. In den meisten Fällen. Man sieht, sind ja die weißen Felder hier gedeckt und wenn Läufer nach D6 kommt, will der Springer sowieso meistens irgendwie nach E5 oder C5, dann kann ich den immer abtauschen. So, Läufer C5, Springer D. Ja, Läufer C5 war nicht so gut, fand ich. Ich hätte besser Läufer E7 spielen sollen. Nur, mein Problem war halt Dame A3, Dame E7, dann lässt er stehen. Ist da? Genau, C3, Rochade. Das war halt mein Problem. Deswegen hatte ich Läufer C5 gespielt, aber Springer D2, Springer B3 kommt zu schnell. Ja, Dame F6 habe ich aber. Ich möchte den Bauern nicht halten. Ich hätte vielleicht D3 spielen sollen. Bin ich Läufer A6? Ah, ne, dann. Ne, das war das Stellung total im Arsch. Ich muss nehmen. Ah, ne, mein Turm. Oh. Oh, okay. Ja, stimmt, mein Turm. A6. Hier soll direkt am B6 spielen können. Ah ne, stimmt. F2 hängt nicht. Ja, und hier hatte ich die Wahl. Ich wollte eigentlich auch E5 spielen, aber. Sieht natürlich sehr gut aus, ne, mit den ganzen Bauern hier. Ich glaube, ich werde erstmal F5 spielen. E4. Ja, E5 war ein Kandidat oder Läufer B6. Läufer C7. Natürlich auch. Oder halt H5 kann ich. Ah ne, H5, Läufer H5. E5, E4. Vielleicht dann doch wieder E5. Ah ne, Springer F5. Au. Ah, er hat hier Ressourcen drin, die darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, die Stellung. Also mit Läufer B6 war auf jeden Fall mehr positionelles Spiel erforderlich. Hier habe ich einfach einen Bauern gegrabt. Und Turm B1 ist natürlich ein Einsteller. Und hier einfach die Dame mit. Wenn er hier nimmt, habe ich die Dame gewonnen. Wenn er hier nimmt, kann ich einfach A2 nehmen oder F2 nehmen. Wenn er so nimmt, dann kann ich einfach C3 nehmen. Habe ich auch die Dame mehr. Das war ein Einsteller von ihm. Aber das sieht natürlich lustig aus, ne? Ich war so fasziniert von dieser Batterie. Bin ich immer noch. Sieht einfach cool aus. Und das ist eigentlich auch ein gutes Muster zu merken, dass man durch andere Figuren durchdecken kann, wie hier. Er spielt Dame B3, spielt Turm B8, hat meine Figur durchgedeckt. Nur Turm B1 geht jetzt nicht natürlich, weil ich halt rausnehmen kann und dann beim Rausnehmen decke ich meine Dame wieder rum, wo er eigentlich den spielen will, aber wenn mein Turm da nicht wäre,
sondern Läufer oder so, dann wird das ja nicht gehen, aber da ich einen Turm habe, geht das. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.